Hallihallo, meine Lieben, und herzlich willkommen zurück zu Elex. Da ist da hinten, da ist nichts. Ist ein bisschen Pflänzchen. Ist ein Hundiwundi. Kann man den streicheln? Nee, er steht nicht auf Ich Streicheleinheiten. saß gestern Nacht 3 Stunden auf der Schüssel. Wieso das denn? Hab zu viel von der Pampe in mich reingestopft, die Chloe ausgibt. Verdammt! Ich habe auch davon gegessen. Tja, dann mach dich mal bereit, die Keramik zu sprengen. Oh, ich vertrete mir besser mal die Beine. Okay, wer wohnt hier? Ich will gar nicht wissen, welche Ausdünstungen hier in der Luft liegen. So schlimm ist es doch gar nicht. Dein letztes Bad liegt wohl auch schon einige Zeit zurück. Oh, Bohnenliebe 3. Hast du was herausgefunden? Ja, Chat war vor einer Woche hier, ist aber wieder abgehauen. Hast du auch erfahren, wieso? Du weißt doch, dass er Angst vor Frauen hat, oder? Ja, aber das ist doch kein Grund, die Beine in die Hand zu nehmen. Das nicht. Aber man hat ihn dabei erwischt, wie er an der Unterwäsche der Prostituierten geschnüffelt hat. Teufel stimmt mit dem Kerl nicht. Keine Ahnung. Aber wir müssen ihn finden, bevor er noch sein eigenes Grab schaufelt. Versuchen wir es also bei den Klerikern. Eine andere Möglichkeit bleibt uns nicht. Ja, da war ich ja schon. Du schuldest mir noch was. Alter, mach mal halblang. Ich hab dir doch gesagt, ich kläre das. Also komm in ein paar Stunden wieder. Okay. Das hätte auch ins Auge gehen können. Outlaw. Pass das nächste Mal etwas besser auf, klar? Man Wenn muss hier sich noch nicht jemand alles rausspaziert, ohne zu bezahlen, dann ziehe ich dir das von deinem Lohn ab. Wieso hat er das getan? Oder ich schicke dich zu Mad Bob. Ich hab die Scheiße so satt. Reden hilft nicht immer. Das ist doch nicht dein Ernst. Boah. Voll die Kakerlaken hier drüber. Hast du auch etwas Interessantes zu erzählen? Barkeeper, Outlaw. Hier ist überall Blut, Leute. Macht mal sauber. Was kann ich gegen dich tun? Hä? Gibt es ein Problem? Kein Problem. Wenn du etwas kaufen willst, komm zu mir. Bei allem anderen, sprich mit Chloe. Was habt ihr anzubieten? Alles, was deine Sinne benebelt. Alkohol, Stims, nur kein Elex. Der Trip von dem Zeug ist echt scheiße. Zeig mal, was du anzubieten hast. Kein Problem. Ach, nicht wirklich viel. Gut, dann reden wir mal mit Chloe. Wenn dir der Sand der Scheißwüste in der Kehle kratzt und du was trinken willst, sprich mit meinem Barkeeper. Wenn du anschreiben lassen willst, vergiss es. Und wenn du frei vögeln willst, dann such dir einen Schakal. Hab ich was vergessen? Kannst du für mich eine Ausnahme machen? Kannst du für mich eine Ausnahme machen? Verpiss dich. Ich kenne dich nicht mal. Und selbst wenn, ich habe nichts zu verschenken. Sonst noch was? Bist du hier der Boss? Früher war es Baxter. Jetzt ist es der Duke. Mir gehört nur das Vergnügungsviertel. Wenn du also Spaß in dieser trostlosen Wüste suchst, dann bist du hier genau richtig. Aber denk bloß nicht daran, hier die Zeche zu prellen. Mad Bob ist ein guter Freund von mir. Wenn du hier Scheiße baust, dann hetze ich ihn dir auf den Hals. Mad Bob lässt sich von dir herumkommandieren? Natürlich nicht. Mad Bob lässt sich von niemandem herumkommandieren. Aber er weiß genau, dass ich alle seine Freudenorte unter Kontrolle habe. Also tut er mir hin und wieder einen Gefallen. Ansonsten brauche ich nur zu ihm zu gehen und zu behaupten, du hättest ihn Mad Bob genannt. Er hasst es, so genannt zu werden. Dann wird er sich von ganz alleine um dich kümmern. Wieso sind die Outlaws noch immer in der Wüste? Wir mögen es hier. Auch wenn ich von der Hitze und dem ganzen verschissenen Sand echt die Schnauze voll habe. Kein gesunder Mensch will hier leben. Das bedeutet aber auch, dass wir tun und lassen können, was wir wollen. Wir wollen die alte Welt gar nicht zurück, mit all ihren Regeln und Gesetzen. Bring mir etwas bei. Na gut. Was hast du denn? Persönlichkeit, du bist eine Persönlichkeitstrainerin. Hey ho, Tierfreund. Oh. Synthetisch. Oh, ich komme überhaupt nichts. Hallo? Ging hier gerade nicht? Oh, komm, ich kann überhaupt nicht. Ich hab nichts. Das ist so traurig. Ach, vergiss das einfach wieder. William schickt mich. Ach nee, geh mir nicht auf den Sack.
Du bist doch bestimmt hier, um den Tribut für den Duke einzutreiben, oder? Richtig erkannt. Dann kannst du gleich wieder abhauen. Ich habe keine Splitter, die ich als Tribut zahlen könnte. Wenn du betteln willst, dann schließe dich mit dem Penner Red zusammen. Hol dir die Kohle bei ihm. Er schuldet mir sowieso noch was. Gib mir die Splitter, sonst hole ich sie mir Kampf. Hol dir die Splitter von ihm. Soll ich das mal ausprobieren? Aber dann schließt ihr, dann ist das mit dem... ich weiß nicht. Na komm. Gib mir die Splitter, sonst hole ich sie mir. Scheiße. Ich weiß nicht, ob du es nicht verstehen willst, aber ich habe nichts. Hier, davon habe ich genug. Ansonsten geht's zu Red. Da hat ihr noch einen großen Deckel offen. Bring mir etwas bei. Na gut. Na okay, sie ist wieder nett. Warum sagst du das immer? Ach so. Gehen wir mal nach unten. Was haben wir da? Sieht nach einem Lager aus. Ich darf hier nicht sein. Doch, darf ich. Rezepte. Anleitung. Ist hier jemand? Chloes Truhe. Ohne Schlüssel wird das nichts. Okay, ich brauche einen Schlüssel. Wo könnte der denn sein? Den hat die doch bestimmt bei sich, oder? Was ist das hier für ein Ort? Okay, ich brauche einen Schlüssel. Das ist Chloes Truhe und ich brauche einen Schlüssel. Rezept. Sanftes Klopapier. Sonst haben wir hier gar nichts. Da haben wir auch nichts mehr. Hier kommt man raus. Wow, was war das denn? Was ist das hier? Hier liegen überall tote Leute rum. Und die Hunde da unten fressen, aber... Ich verstehe das nicht. Kriege ich den Chloes Schlüssel her? Den trägt die mit Sicherheit an ihrem Körper. Ah, scheiße. Mensch. Ich wollte da hochfliegen. Ging nicht. Sagst du das immer? Ich kann sie ja hier schlecht beklauen, vor allen Leuten. Was machst du da? Ich pack Sachen ein, die ich nehmen kann. Hey, lass das! Bis dann. Ich will damit nichts zu tun haben. Wieso lass mich. Kann mit niemandem reden. Das war so klar. Okay. Gehe ich jetzt hier weiter? Da hinten ist ja nichts mehr.
Hey, du. Hast du mal einen Moment? Kennen wir uns? Keineswegs. Ich habe nur jemanden gesucht, den ich an meiner guten Laune teilhaben lassen kann. Da du nicht den Eindruck machst, als wärst du ein überzeugter Anhänger dieses Haufens hier, dachte ich mir, du wärst der Richtige. Ach, ist das so? Ja, Mann. Ich sag dir, meine Tage in diesem Rattenloch sind bald vorbei. Willst du hören, wieso? Gut, aber fass dich kurz. Die Sache ist die, ich bin vor kurzem von meiner Erkundungstour ins Ödland zurückgekehrt. Ich habe in ein paar Ruinen nach allem möglichen Zeug gesucht, du weißt schon, das Übliche eben. Dabei bin ich auf ein paar interessante Hinweise gestoßen, die auf ein Wissen der alten Welt deuten. Und wenn ich mir das richtig zusammengereimt habe, ist dieses Wissen so gefährlich, dass es ganze Landschaften verwüsten oder mit Energie versorgen kann. Interessante Geschichte. Nicht wahr? Und für dich fällt sicher auch noch etwas ab, wenn du interessiert bist. Lass uns noch einmal über deine Geschichte reden. Du witterst wohl schon den fetten Braten. Das ist gut. Sogar sehr gut, denn ich brauche deine Unterstützung bei der Sache. Wie du dir sicher denken kannst, habe ich das, was ich suche, noch nicht in meinem Besitz. Ich war kurz davor, es einzusacken, aber dann kam mir ein Konkurrent dazwischen. Er hat den Fundort geplündert, bevor ich mir alles unter den Nagel reißen konnte. Und wo steckt er jetzt? Nun, ich konnte seiner Spur folgen und ihn ausfindig machen. Ein gezielter Schuss in den Hinterkopf und dieses Problem war erledigt. Leider habe ich dadurch auch ein paar Viecher aufgeschreckt. Bevor ich seine Taschen umkrempeln konnte, haben sie sich über seine Leiche hergemacht. Was hindert dich daran, sie zu beseitigen? Mache ich etwa den Eindruck, als könnte ich mit einer Waffe umgehen? Ich meine, klar, ich kann aus dem Hinterhalt agieren, aber in einem offenen Kampf stehen die Karten schlecht. Alles, was du tun musst, ist, die Leiche dieses Drecksacks zu plündern. Bring mir, was du findest, und du wirst so viel Elixit von mir bekommen, dass du ausgesorgt hast. Von welcher Summe reden wir? Es sind sicher ein paar Tausend, wenn nicht sogar über 10.000 Splitter für dich drin. Und das ist kein Witz. Ich halte meine Versprechen. Warum vertraust du mir bei der Sache mit dem alten Wissen? Spielst du darauf an, dass du mit der Beute durchbrennen könntest? Zum Beispiel? Nehmen wir einfach mal an, du tust es. Was dann, hm? Nur ich kenne den Namen des Käufers und nur mir vertraut er. Du siehst, nur wenn wir einander vertrauen, springt für uns etwas bei der Geschichte raus. Erschießt du oft Leute aus dem Hinterhalt? Nur dieses eine Mal. Und es hat mir auch nicht unbedingt Vergnügen bereitet. Aber ich habe den Typen nicht gebeten, mir in der Nacht die Aufzeichnung zu stehlen. Sozusagen habe ich mir nur Gerechtigkeit verschafft. Ich spiele den Leichenfledderer für dich. Gut. Nördlich vom Vor bildet eine Felswand die natürliche Grenze zur Abessa. Dort solltest du in der Nähe von ein paar Nestern seine Überreste finden. Pass aber auf die Biester auf, sie teilen ihr Futter sicher nicht freiwillig mit dir. Wenn er überhaupt noch am Leben ist. Truhe verschlossen und verboten. Gut. Truhe verschlossen und verboten. Ach, hier bauen sie an. Gucke mal, das ist hier ein Treibhaus. Ach, wie schön. Es ist gut, dass das Leben unter diesen Kuppeln halbwegs geschützt ist und gedeihen kann. Ja, ne? Sehr schön. Finde ich auch, Kaya. Verstehe immer noch nicht, warum ich mit Cindy nicht schlafen konnte. Das stört mich irgendwie. Aber naja, kann man wohl nichts machen. Hier war ich jetzt überall. Ja? Ja, hier war ich überall. Gut. Dann gehe ich jetzt hier auf die Seite und mache hier weiter. Da ist nichts. Jetzt erstmal ganz nach hinten. Habe mich jetzt erschrocken. Ich habe den gar nicht gesehen, den Typen, ey. Ach, da ist der Leuchtturm. Ich sehe ihn.
Lecker, lecker, lecker. Iron Medicine. Oh mein Gott, das ist dieser Iron. Was ist das denn hier? Das ist... Steckst du in der Klemme? Ja, das ist der Nachteil, wenn man gefangen ist. Aber ich verschwende keine unnützen Wörter an einen Ungläubigen. Kalan wird euch alle abstrafen. Wie bist du in Gefangenschaft geraten? Die Einzelheiten sind unwichtig. Außer du wurdest von meinem Gruppenführer hierher beordert. Nein, wurde ich nicht. Und genau darum sind meine Worte an dich verschwendet. Hätte er dich geschickt, könnte ich dir vertrauen. So allerdings erntest du nur Schweigen von mir. Und glaub ja nicht, ich verrate dir ihre Koordinaten. Also zieh weiter. Dann verreck doch da drinnen, ey. Sieht sogar sehr gemütlich aus. Pass auf, ich speichere das jetzt. Weil ich krieg bestimmt mächtig einen auf den Sack von dieser Iron. Hey, bleib mal stehen. Gibt es ein Problem? Nein. Ich wollte nur wissen, wer sich neuerdings hier rumdrückt. Vertrauenserweckend siehst du nicht gerade aus. Aber mein Spielzeug Liam ist auch nicht gerade eine Augenweide. Hast du dich jetzt satt gesehen oder was wird das hier? Dein Spielzeug? Hast du dich jetzt satt gesehen oder was wird das hier? Ich starre dich so lange an, wie ich es für richtig halte. Kommen wir aber zum Wesentlichen. Ich habe die Aufsicht über den Käfig und prügel den Gefangenen Respekt ein. Vergiss das nicht, wenn du vorhast, dich daneben zu benehmen. Wie stehst du zum Duke? Ich sorge dafür, dass jeder seinen Namen im Gedächtnis behält. Früher hat er dafür noch selbst gesorgt. Aber jetzt ist es meine Aufgabe. Beantwortet das deine Frage? Wenn nicht, müsste ich jemanden herbeizitieren, an dem ich es dir demonstrieren kann. Außerdem ist er der einzige Mann, der eine Frau wie mich verdient. Kann schon vorstellen, da, Aber ein paar billige Schlampen oder was weiß ich, müssen ihm wohl den Kopf verdreht haben. Erspar mir die Details. Nur zu gern. Denn das Bild, dass er sich mit ein paar Huren vergnügt, widert mich an. Männer. Einfach erbärmlich. Ah, oh, die Alte. Werden oft Gefangene gemacht? Wir haben kein Interesse daran, dass unsere Köter uns das Fressen vom Tisch ziehen. Also brauchen wir stetig Nachschub, den wir an sie verfüttern können. Ja. Wenn also jemand die Grenze nach Tavar überquert, muss er sich nicht wundern, wenn er von mir zubereitet wird. Unser letzter Neuzugang ist ein Kleriker namens Frank. Wirf ruhig einen Blick auf ihn, wenn du willst. Erzähl mir mehr über Frank. Dieses Würstchen glaubt noch immer, sein erbärmlicher Gott wird jemanden zu seiner Rettung schicken. Aber hier bin ich Gott. Und das wird er auch merken, wenn ich ihm mit meinem Eisenknüppel den Schädel perforiere. Darf ich dir dabei zusehen? Darf ich dir dabei zusehen? Du schätzt meine Foltermethoden? Oder willst du mir nur imponieren? Sollten mir aber mal die Arme träge werden, lass ich dich rufen. Dann kannst du nicht nur zusehen, sondern selber auf ihn einschlagen. Ach ja. Wenn dich dieser Kleriker in irgendwas verstricken will, hör nicht auf sein Gewinsel. Das führt sowieso zu nichts. Wie ich hörte, genießt du nicht den besten Ruf. Ach, tue ich das nicht? Dabei schlage ich diejenigen zu Klump, an denen sich niemand die Hände schmutzig machen will. Dennoch gibt es immer wieder Leute, die meinen, ihr Maul über mich zerreißen zu dürfen. Verrate mir, wer dahinter steckt. Cindy will, dass du aus dem Weg geräumt wirst. Cindy, verraten. Das wird, wirst du von mir nicht erfahren. Iron Medicine provozieren. Ich komme ein anderes Mal darauf zurück. Das wirst du von mir nicht erfahren. Hör mal, du Missgestalt. Mir ist es egal, welchen Ruf du hier genießt. Ich breche dir alle Knochen, wenn du nicht redest.
Egal, du bist zu beschränkt, um die Antwort fassen zu können. Du bist zu beschränkt, um die Antwort fassen zu können. Du legst es ja darauf an, dass ich deine Innereien durch den Mixer jage. Noch ein paar letzte Worte? Ja. Ich hab das Gequatsche satt. Fangen wir an. Wenn ich mit dir fertig bin, werfe ich deinen stinkenden Kadaver auf den Müll, wo er hingehört. Hallo, hallo. Also, ich hab gar nicht so schnell meine Waffe ziehen können. So schnell konnte ich gar nicht. Sehr gut. Oh oh. Und sie ist weg. Aber das schon erledigt. Was soll das werden? Folter durch Totquatschen? Ich spucke auf jeden, der sich Kalans Willen nicht unterwirft. Der Alte, der kann drin bleiben. So, die ist tot. Wo ist, bist du, Liam? Da ist schon wieder einer am Pinkel. Ich glaub's ja wohl nicht, ey. Leibgarde, Leibgarde. Hä, ist das die? Okay. Du hast 30 Sekunden. Hallo. Wie sieht's aus? Versuchst du etwa bei mir die nette Tour, oder was? Die zieht bei mir nicht. Du verschwindest besser wieder, wenn du nichts Wichtiges zu sagen hast. Sonst zieh ich dir das Fell ab. 20 Sekunden. Ich nehme an, du gehörst zur Familie des Dukes. Pass mal auf, Schätzchen. Ich stehe nicht auf netten Smalltalk. Und auf nette Typen auch nicht. Also, du willst doch keinen Ärger mit mir, oder? 10 Sekunden. Man sagt, du bist gut. So, so. Sagt man das? Okay. Du bist neu hier und weißt noch nicht, wie es hier abläuft. Also erkläre ich's dir. Du quatscht mich nur an, wenn es was wirklich Wichtiges gibt oder mein Bruder dich schickt. Klar? Klar. Ich hab mich mal umgehört. Du machst hier die ganzen Leute verrückt. Weißt du das? Ach ja? Allerdings, jeder Zweite hier hält dich für eine harte Sau. Aber wenn ich dich so ansehe, dann glaube ich, du überlebst nicht mal einen anständigen Sandsturm. Und wann kommt der Teil, der mich interessiert? Na dann wollen wir doch mal sehen, was du wirklich drauf hast. Hör zu, ich mach dir einen Vorschlag. Wir machen einen kleinen Ausflug. Dann kannst du mir beweisen, was du wert bist. Warum nicht? Ich habe da eine große Sache, die erledigt werden will. Doch brauche ich richtige Männer dafür, nicht das gewöhnliche Gewürm, das hier so rumläuft. Also werde ich dich erst einmal testen, ob du auch was aushältst. Bereite dich vor und dann gehen wir, klar? William ist mit dir verwandt? Ja, er kümmert sich um das Vor. Aber damit das schon mal klar ist, mit dem Kram von meinem Cousin habe ich nichts zu tun. Also erwarte von mir nicht, dass ich bei ihm ein gutes Wort für dich einlege, okay? Ich hätte da auch eine große Sache in Ignadon. Ich hätte da auch eine große Sache in Ignadon. Die Kleriker planen eine Großoffensive gegen die Alps. Erstmal machen wir, was ich sage, klar? Mit deiner Klerikergeschichte kannst du mir später nochmal auf die Nerven gehen.
Das fand ich jetzt ziemlich mies. Ach, Mädel, komm. Du bist doch eh nur am dauernd am Meckern. Ah, der Neue im Fort. Habe mir schon gedacht, dass du früher oder später hier aufkreuzt. Auch wenn du echt Eier haben musst. Als niemand durch das Ödland. Respektable Leistung. Aber lass dich willkommen heißen. Bei den ganzen Arschgeigen hier sind ein paar warme Worte sicher erfrischend. Wie kann ich schnell ein paar Splitter verdienen? Es kommt ganz darauf an, wie viel du investieren willst. Ich will etwas verdienen, nicht ausgeben. Wenn du bei mir deine Splitter anlegst, wird es sich für dich bezahlt machen. Vergiss nicht, ohne Splitter landest du bald in der Gosse bei den Junkies. Also, wie viel Splitter machst du locker für ein paar gute Tipps? Hier, mehr gibt es von mir nicht. Was? Ich weiß nichts von irgendwelchen Tipps. Hier, da hast du deine Almosen zurück. Bist du zu jedem Neuen so freundlich? Nein, aber du erwischst mich an einem guten Tag. Bin vor kurzem zum Schlechter ernannt worden und das geht einher mit allerlei Annehmlichkeiten. Die da wären? Du ziehst die Leute ab, anstatt abgezogen zu werden. Außerdem ist es leichter, Verbindungen zu knüpfen, die dir lukrative Jobs einbringen. Und zu guter Letzt vertraut dir der Duke mehr, als er es sonst tun würde. Wenn du dir also Respekt verschaffen willst, mach es wie ich und kämpf in der Arena. Ich will mich mit dir in der Arena messen? Nein, will ich jetzt nicht. Oder will ich das? Ich weiß nicht. Ich will mich mit dir in der Arena messen. Bist du sicher? Ich habe fast alle meine Kämpfe gewonnen. Und wenn du dir jetzt von mir die Beulenpest einfängst, dann kratzt das sicher an deinem Ego. Zumal ich dir keine Revanche einräumen werde. Treffen wir uns in der Arena. Wie du willst. Ich habe dich gewarnt. Tschüssi. Du kannst schon mal vorgehen. Ich gucke mich noch ein bisschen um. Ach mein Gott. Ach, das ist die Arena da. Okay. Hey, du. Du bist doch neu hier. Ich weiß nicht, ob man es dir erklärt hat, aber der Duke, also mein Boss, erhebt Steuern auf sein Territorium. Und ich, armes Schwein, darf sie eintreiben. Und weiter? Ich habe dem Boss schon oft genug erklärt, dass ich kaum dafür geeignet bin. Aber wenn ich ihm die Splitter nicht bringe, legt er mir einen Strick um den Hals oder hetzt mir meine Frau auf den Arsch. Du würdest mir also einen riesigen Gefallen tun, wenn du mir die Kohle gibst, ohne Ärger zu machen. Ich habe nämlich kein Interesse daran, als Krähenfutter zu verenden. Du hast Angst vor deiner Frau? Wenn du mit ihr zusammen wärst, hättest du das auch. Ich bin nur mit ihr zusammen, weil sie es so wollte. Aber von mir aus kannst du mich später über sie ausfragen. Jetzt ist nicht der richtige Zeitpunkt. Also, was ist jetzt mit der Kohle? Ich glaube dir kein Wort. Ich bin bis jetzt wirklich freundlich gewesen. Aber wenn du mir die Splitter nicht freiwillig gibst, muss ich sie mir nehmen. Der Boss steht in der Sache ganz klar hinter mir. Also leg es besser nicht darauf an. Jeder weiß, dass ich das tun muss, und sie werden nicht zögern, mir dabei zu helfen, dir die Taschen zu leeren. Und ob du dann noch in einem Stück bist, wer weiß. Willst du meine Splitter? Dann zieh deine Waffe. Hier hast du die Splitter. Na, Mann! Ach komm, hier. Hier hast du die Splitter. Das reicht leider noch nicht ganz. Bitte? Es ist exakt die Hälfte von der Summe, die der Boss haben will. Und glaube mir, ich weiß, was du denkst, aber ich habe die Regeln nicht gemacht. Na. Du willst meine Splitter? Dann zieh deine Waffe. Hast du mir nicht zugehört? Die Jungs hier werden mir sicher zur Seite. Niemand wird dir zu Hilfe eilen. Du bist weder ein Kämpfer, noch hat dich irgendjemand beauftragt, Splitter einzutreiben. Aber
Erspar mir das weitere Theater. Okay, okay. Ich gebe es ja zu, ich wollte dich nur abziehen. Ich verprasse die Splitter meiner Alten, um das Leben erträglicher zu machen. Und wenn ich nicht von Zeit zu Zeit die Kohle ranschaffe, schlägt sie mich zusammen. Jeder bekommt das, was er verdient. Warum lässt du dich von ihr zusammenschlagen? Wenn ich ihr die Stirn biete, endet das Böse für mich. Ich habe ihr genau einmal gesagt, sie soll ihre Klappe halten. Als nächstes habe ich mich bei Doc auf der Pritsche wiedergefunden, vollgepumpt mit allerlei Mist, damit ich meine Beine wieder fühlen kann. Eine ganze Woche lang konnte ich nur noch Flüssignahrung zu mir nehmen. Ach ja, da hast du deine Splitter zurück. Nichts für ungut. Deine Frau ist tot. Erzähl mir nichts. Niemand wagt es, sich mit ihr anzulegen. Der Duke würde nie zulassen, dass seine alte Matratze... Soll ich ihre Leiche rankarren? Okay, jetzt verunsicherst du mich. Du meinst es wirklich ernst? Ja. Endlich. Du weißt gar nicht, wie froh ich bin, das zu hören. Ich weiß zwar nicht, ob du deine Finger mit im Spiel hattest, aber was soll's? Nimm das hier. Mir ist gerade zum Feiern zumute. Und das Beste an der Sache ist, ich kann endlich mit Cindy zusammen sein. Keine Schläge können mich jetzt noch davon abhalten. Juhu. Nicht schlecht. Was machst du denn da, Hundi? Juhu. Freude. Freude. Was ist da oben? Ach, hier geht's einfach nur auf der anderen Seite wieder hoch, genau. Jetzt muss ich da noch hoch und da hinten ist auch noch was, genau. Dann gucken wir da noch erstmal. Genau, hier oben war ich noch nicht. Ist hier oben überhaupt was? Doc's Bodyguard. Ich bin der Doc. Du bist hier, um Stoff zu kaufen, richtig? Oder bist du etwas wegen etwas anderem hier? Hm? Ich bin wegen etwas anderem hier. Dann bist du bei mir falsch. Ich produziere den besten Stoff auf ganz Magalan. Alles, was du brauchst. Alkohol, Stims in jeder Geschmacksrichtung. Oder suchst du vielleicht den besonderen Kick? Der alte Doc kann dir alles besorgen. Sieh ihn dir an. Aus ihm spricht die Zukunft dieses Haufens. Ich kann dich hören, Berserker-Göre. Siehst du, ich spare mir weitere Kommentare. Warum nennt man dich Doc? Ist das nicht offensichtlich? Kannst du mich heilen? Auch das kann ich für dich tun. Aber natürlich nicht umsonst. Du hast wohl zu viel von deinem Stoff gekostet. Ich nehme nichts von meinen Stims. Der alte Doc ist Händler, kein Kunde. Wieso stotterst du dann? Es gab eine Zeit, in der war der alte Doc normal. Ich hatte einen Unfall. Als die Outlaws wollten, dass ich mit Stims experimentiere, sagen wir einfach, es gab einen Unfall. Es war das letzte Mal, dass ich versucht habe, Stim-Konzentrate herzustellen. Oder sie pur zu nehmen. Ein Gutes hat es allerdings. Ich werde nie wieder Stims brauchen. Was hast du anzubieten? Im Moment nichts. Ich wurde beklaut. Weißt du, wer dich beklaut hat? Nein, keine Ahnung. Ich war nur kurz weg. Etwas erledigen. Jetzt muss der alte Doc erstmal wieder genug Stoff herstellen,
bevor er euch wieder beliefern kann. Was wurde dir geklaut? Alles. Der gesamte Vorrat. Weg. Einfach weg. Alles weg. Puff. Aber du könntest mir helfen. Wenn du etwas bei mir kaufen willst, dann musst du den Dieb finden. Finde ihn. Finde den Dieb. Wo soll ich mit der Suche beginnen? Geh zu den Damen. Die Damen wissen alles. Cindy weiß am meisten, da bin ich mir sicher. Frag sie. Sie wissen viel, sehen viel, hören viel. Geh zu ihnen und frag sie. Frag sie gut aus. Möglich, dass sie den Dieb kennen. Ich kann mir schon denken, was diese Damen alles sehen und hören. Versprech dir bloß nicht zu viel davon. Hümpf dich selber. Alles klar, schon verstanden. So, da war ich. Jetzt habe ich noch hier zwei Orte. Dein Gesicht kenne ich nicht. Hältst du zu Baxter oder Logan? Wer ist Baxter? Du bist wirklich nicht von hier, was? Baxter, der Blutige. Er hat dieses Lager hier gegründet. Man sagt, er habe über ein Dutzend Schakale mit bloßen Händen getötet. Hat ihnen ihre Innereien durch den Hals gezogen und ist dann geflohen. Geflohen? Na, vor dem Duke. Er hat ihn aus dem Fort hier vertrieben, als er die Macht übernommen hat. Er hat ihm auch die Schakale auf den Hals gehetzt, sagt man. Aber was davon stimmt und was nicht, musst du für dich entscheiden. Zu niemandem. Verstehe. Du bist ja auch neu hier. Mach dir erstmal selbst ein Bild. Und lass dich von niemandem beeinflussen. Nicht alles, was vergangen ist, war schlecht. Also, was möchtest du? Erzähl mir mehr über Baxter. Niemand weiß, wo er ist. Er ist überall, hat überall seine Ohren und überall seine Männer. Wenn du dem Blutigen begegnest, solltest du um dein Leben fürchten. Wenn er dich finden will, dann findet er dich auch. Du wärst gut beraten, nicht mehr über ihn herausfinden zu wollen. Erzähl mir mehr über den Duke. Er ist jetzt der Boss von Skanze und ein ziemlich harter Hund. Du solltest ihm nicht krumm kommen. Apropos, dem Duke krumm kommen. Ich hätte da etwas, wofür ich jemanden wie dich brauchen könnte. War ja klar. War ja klar. Was meinst du denn damit? Ach, nichts. Hast du zu viel zu tun, oder was? Nö. Es würde sich für dich lohnen. Lass es mich erstmal erklären. Der Duke hat ein Waffenlager, in dem er unter anderem eine Menge Granaten lagert. Und ich verkaufe Granaten. Mein Problem ist, dass er genug Granaten dort lagert, um die Preise kontrollieren zu können. Wenn er sich entschließt, mehr zu verkaufen als ich, dann fallen die Preise plötzlich. Wie war das mit Komm dem Duke nicht krumm? Hey, wenn du die Granatenkisten nicht für mich klauen willst, musst du das nicht machen, okay? Ich zwinge dich zu nichts. Aber nur für den Fall, dass du es doch machen willst, sag mir Bescheid. Wegen deiner Granatenkisten. Hast du dir überlegt, ob du sie für mich klauen willst? Ja. Bei deinen krummen Geschäften mache ich nicht mit. Ja, komm. Ich werde sehen, was ich tun kann. Gute Entscheidung. Also, bring mir die drei Kisten und dann kannst du dir deine Belohnung aussuchen. Alles klar? Klar. Handel mit mir. So, was hast du denn? Oh, die haben alle keine Rüstung. Die haben gar nichts. Was ist das hier für ein Ort? Achso, hier wohnen die Leute nur so. Okay.
Ach, der pinkelt schon wieder. Hier ist auch ein Tor. Hier hätte ich auch reingehen können. Ich muss nicht mal beim... Oh mein Gott, da sind ja überall noch... Nee. Hä? Achso, doch. Genau, den muss ich jetzt noch stören. Da oben kann ich auch hin. Das ist nur eine Wache. Hey. Hey, neu hier, was? Kann man so sagen. Krass, echt krass. Sag mal, kennst du das Geheimnis, wie man ohne viel Arbeit an Splitter kommt? Alles in Ordnung mit dir? Klar doch. Naja, fast. Ich bin mal wieder blank wie ein Stück Scheiße aus Papier. Und wie verdienst du dir deine Splitter? Naja, wenn ich nicht gerade zu bin, gehe ich in die Arena. Der Gewinn, den Big Jim mir aushändigt, reicht meist für den nächsten Trip. Was kannst du mir über Big Jim erzählen? Der markiert hier schon lange sowas wie den Boss. Verträgt locker das Doppelte von dem, was ich mir reinfahre. Aber er zahlt mir immer genug aus, sodass ich bei Doc meinen Stoffvorrat auffrischen kann. Du kämpfst also in der Arena? Klar, Mann. Ich bin vielleicht nicht der beste Kämpfer, aber auch nicht der schlechteste. War mal echt gut. Eigentlich bin ich sogar noch immer. Aber meist bin ich zu dicht, um vernünftig zu kämpfen. Warum suchst du dir keine andere Arbeit? Hey, ich gewinne genug Kämpfe, also mach mal nicht einen auf Arbeitsvermittler. Eigentlich habe ich nur ein Problem. Ich bin süchtig. Süchtig nach Stims. Süchtig nach Alkohol, Scheiße. Sogar süchtig nach Sex. Und das weiß auch jeder hier. Ja, und? Hast du schon einmal versucht, zugedröhnt, besoffen oder leergevögelt zu kämpfen? Das kannst du vergessen. Ich fordere dich zum Kampf heraus. Du bist ja derbe drauf. Kommt mir eh gelegen. Brauch neuen Stoff. Zumal du mich gerade in einem halbwegs nüchternen Moment erwischst. Da sollte es leicht sein, dich zu besiegen. Aber vergiss nicht, Bruder. Wenn ich gewinne, war's das. Eine Revanche kriegst du nicht. Auf einen fairen Kampf Bier anbieten. Einmal Bier. Auf einen fairen Kampf. Nee. Wenn ich mir jetzt einen kippe, mache ich es dir viel zu leicht. Hier, hast es wieder. Aber du hast doch großen... Du schickst also ein Bier aus? Ja, kann ich nicht. Ich hab gar nicht. Wir treffen uns in der Arena. Soweit ich weiß, wartet da noch jemand auf dich. Hau ihn um und komm dann zu mir. Okay, dann hau ich erst ihn um und komm dann zu dir. So, und das ist, glaube ich, der Duke. Nee, das ist Big Jim. Alter, wo ist denn der Duke? Bestimmt da oben. Okay, Leute, ich muss aber sowieso Schluss machen und sage tschüss, bis zum nächsten Mal.